Rund 80 Erziehungsfachkräfte und Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis haben sich auf einer Fachtagung der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen mit den alltäglichen Hürden im Umgang mit kindlicher Sexualität auseinandergesetzt. Im Vordergrund der Veranstaltung Kindliche Sexualität zwischen Elternwille und Pädagogik stand die Vermittlung hilfreicher Handlungsstrategien in Erziehungseinrichtungen. Ja, Kinder haben ein Recht darauf, sich frei zu entwickeln, zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Und sie haben eben auch das Recht darauf, ihre eigene Sexualität zu entwickeln und dabei auch Unterstützung und Begleitung zu bekommen. Für Fachkräfte in Tageseinrichtungen geht es beim Thema Sexualität vor allem darum, unterscheiden zu können. Was ist noch kindliche Neugier? Welches Verhalten ist auffällig? Auch müssen sie Grenzen setzen und dabei auf die unterschiedlichen Einstellungen der Eltern Rücksicht nehmen. Auf der Fachtagung finden sich diese Herausforderungen wieder. Die Programmpunkte tragen Titel wie Neugier, Kuscheln, Doktorspiele, Fakten zu kindlicher Sexualität und Igitt wie schön, sexualpädagogischen Herausforderungen im Alltag einer Kindertageseinrichtung begegnen. Ja, Herausforderungen sind auf jeden Fall ganz konkrete Fragen zum Thema Sexualität und Körper, mit denen sich Fachkräfte in Kindertagesstätteneinrichtungen tagtäglich mit auseinandersetzen müssen und auch schnell und flexibel darauf reagieren müssen. Auf der anderen Seite geht es natürlich immer darum zu gucken, wie ist eine Situation zu bewerten. Ist das kindliche Neugier, was ich gerade sehe, oder ist das vielleicht ein Verhalten, wo ich ein Kind oder ein anderes schützen muss und eben dazwischen gehen muss? Und letztendlich sind die Eltern auch immer mit dabei und wollen Bescheid wissen, sind verunsichert und haben auch ihre ganz eigenen Werte und Normen zum Thema Sexualität und möchten die eben auch dort vertreten wissen. Die Fachtagung beinhaltet weiterhin die Anforderungen an sexualpädagogische Konzepte, nach denen die pädagogische Arbeit erfolgen könnte. Somit stehen viele Aspekte auf dem Programm, die die Thematik der kindlichen Sexualität und ihr zeitgemäßer Umgang greifbarer machen.